Hallo, ihr Sonnenscheine. Dritter Tag des NATO-Gipfels. Am dritten und letzten Tag des NATO-Gipfels in der US-Hauptstadt Washington soll es ein weiteres Mal um die Unterstützung der Ukraine gehen. Zudem sind Beratungen mit Partnerstaaten aus dem Indo-Pazifik-Raum geplant. Unter anderem zum Umgang mit China. Bisher hatte das Bündnis beschlossen, seine Unterstützung für die Ukraine künftig stärker von Europa aus zu koordinieren. Die USA wollen zudem zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die bis nach Russland reichen. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 26 Grad Celsius bei teilweise sonnigem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt Wolken und vereinzelte Schauer voraus, mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin bewölkt mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 11. Juli von J.K. Rowling. Es sind unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, was wir wirklich sind, weit mehr als unsere Fähigkeiten. Wunderbar, und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn, passt auf euch auf. Salut hier aus Berlin.